So, ich habe das Ganze mal ein bisschen leiser gemacht. Wir spielen, wie ihr es natürlich denken könnt, Luigi's Mansion 2 HD. Ist neu auf der Switch erschienen und wir zocken das Ganze natürlich. Ich habe es bis jetzt eigentlich noch nie gezockt, den zweiten Teil. Den dritten Teil verlinke ich euch oben rechts. Den haben wir ja schon vor Jahren gezockt hier. Vielleicht hat ihn noch keiner gesehen. Also es ist echt ein cooles Spiel und das 2er, da freuen wir jetzt schon drauf. Ja, und dann fangen wir an. Igitt hat uns wieder hergeholt. Und da bist du ja, Luigi. So sieht man sich wieder. Du siehst etwas nervös aus, geradezu verschreckt. Keine Angst, hier mein Unterschlupf kann uns kein Geist etwas anhaben. Ach, ist das schon lange her. Alles klar bei dir? Du gehst sicher immer noch mit deinem verwegenen Bruder auf wilde Wagnisse, richtig? Ich hingegen befasse mich nach wie vor mit allerlei Spuk und Schreck und Geistereien. Dank unseres Abenteuers damals bin ich glatt zu einer Kumpel auf dem Gebiet geworden. Doch genug geplaudert, ich habe mich nämlich nicht zum Spaß zu mir eingeladen. Sieh mal da auf dem Bildschirm, das, mein Lieber, ist der sogenannte Finstermoon. Ja, im Original hieß es, glaube ich, Dark Moon, wenn ich mich nicht täusche. Seine rätselhafte Aura lässt alle Geister Nachtschattental zahm und friedlich werden. Natürlich war ich sofort hin und weg und auf und davon, um dieses kuriose Phänomen zu studieren. Und meine Forschungen verlief glänzend. Ich sah mich schon überhäuft mit Preisen. Doch plötzlich drehten die Geister völlig durch und fuhren geradezu aus den Lagen. Ungefragt. Das war ein Schreck, sage ich dir. Ich musste aus der Gruselwelle hierher fliehen, um mich zu retten.
Das hier ist nämlich sowas wie ein kleines Behelfslabor von mir. Für Notfälle, weißt du? Auf jeden Fall habe ich mich nun hier eingerichtet und bin schon kräftig am Forschen. Und Potsdonner, weißt du was? Der Finstermond, er ist spurlos vom Himmel verschwunden. Und zu allem Überfluss ist das ganze Nachtschandal nur in dichten Nebel gehüllt. Laut meinen Messungen ist das Verschwinden des Finstermonds der Grund des Schlamassels. Wenn wir uns nicht sputen, dann verlassen die Geister nochmal das Tal und spuken woanders weiter. Was wird denn aus meinen Forschungen? Nein, nein, das darf nicht passieren. Stimmt's, Luigi? Doch zum Glück weiß ich schon genau, wo wir anfangen müssen. Warte, ich zeig dir was. Dies, mein Bester, ist ein Stück des Finstermonds famos, oder? Na, abgesehen von der Tatsache, dass der Finstermond zersprungen ist, meine ich, siehst du die unheimliche Energie, die aus herum leuchtet und knistert? Diese Energie lässt die Geister, Bezähmungen, Aura des Mondes erlöschen. Daher habe ich sogleich eine topmoderne, hochentwickelte Reinigungsmaschine erbaut und zur Feier deiner Ankunft werde ich sie nun einweihen. Dann mal Daumen drücken. Es ist vollbracht, Luigi. Das Mondfragment hat seine ursprüngliche Kraft wieder. Nanu, hast du gerade auch ein geisterhaftes Wabern und Walmen vernommen? Wow. Phänomenal. Der dichte Nebel von meinem Unterschlupf, er ist spurlos verschwunden. Schnell schauen wir uns mal die Karte des Nachtschandtals an. Drücke A. Wunderbar, nun sollten wir die Gruselvilla erreichen können. Wenn wir den Finstermond also wieder zusammenfügen, sind alle unsere Probleme gelöst. Dann wird sich nicht nur der Nebel im ganzen Tal lichten, auch die Geister werden wieder freundlich. Aber ach, bis dahin musst du sie leider vorerst aus dem Verkehr ziehen. Jawohl, Luigi, du. So gut wie du kennt sich nämlich keiner mit den Geisterjagen aus. Zumindest keiner, den ich kenne. Die Sache ist nicht ungefährlich. Ich würde sie zwischen riskant und völlig kopflos ansiedeln. Aber du wirst einen alten Freund doch keinen Wunsch abschlagen, oder? Bitte hilf mir dabei, den Finstermond zusammenzufügen. Tust der alten Zeiten wegen. Aha. Rosel Villa. A1-0915 haben wir hier. Was, um den Finstermond wieder zusammenzufügen, benötigen wir eine Erfindung von mir. Ich ließ sie bei meiner eigentlichen Aufbruch in der Villa zurück. Okay, dann wählen wir das mal aus. Das ist die Mission, die man auswählen kann, oder? Naja, wir werden gleich vor ein paar müden Geister bibbern. Nun, ich gebe ja zu, es sind eher Hunderte statt nur ein paar. Und wohl auch mehr Rüde als Müde. Aber wir schaffen das schon. Mit meinen Grips und deiner, die Sache wird wohl nicht so einfach wie erwartet. Aber es hilft nichts, der Finstermond muss wieder leuchten. Und das schaffen wir nur mit der richtigen Ausrüstung. Leider befindet sich mein neuer Schreckweg 0915 noch in der Gruselwelle. Aber nun, da sich die vermeidliche Nebel verzogen hat, kannst du ihn dir einfach dort schnappen. Oh. 3DS, den gibt's noch. Voila, elegant, oder? Dieses von mir persönlich erdachte DS-System hilft dir dabei, dich in der Gruselwelle zurechtzufinden. Ehrlich, auf der Switch? Und mehr noch, es fungiert sogar als Fernsprecheinrichtung. So bleiben wir in Kontakt. Und weil doch nicht gerade die Mittagssonne scheint, nimm lieber diese Taschenlampe mit. Na klasse.
Fein, fein. Dann wollen wir das DS-System mal ausprobieren. Was halt? Dann hören wir sie jetzt noch eine Stunde an. Wir rocken ein bisschen. Okay. Gut, dann markiere ich umgehend einen wichtigen Raum für dich. Hier siehst du die Garage, genau dort solltest du den Schreckweg 0915 finden. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. War da jetzt eine Karre irgendwo? Alles bei Lady, mein Lieber. Alle Klarheiten beseitigt? Nicht wirklich. Dann transportiere ich dich jetzt zur Gruselwelle mit meinen niegelnagelneuen Voxelporter. Damit gelangst du überall hin, und zwar in handlichen Bitblöckchen, Voxel für Voxel sozusagen. Hoffentlich verwachsle ich mich diesmal nicht. Willst du mich verarschen? Dann halt mal die... Was? Klappe, habe ich jetzt schon gelesen. Die Kappe fest. Mit beiden Händen, wenn ich bitten darf. Ich hoffe, der weiß, was er tut. Hat was von dran, ne? Durchsuche die Garage. Kann ich da irgendwie was machen? Kann ich das bewegen? Ehrlich. Hat Bewegungsstörung. Wenn Türen von selber aufgeht, ist das nicht so gut, ne? Ich muss zu Garage. Was ist denn du? Hello? Luigi, bitte kommen. Luigi, hörst du mich? Etwas schärfer stellen, etwas weiter weg. Ja, jetzt sehe ich dich. Ich fürchte schon, der Akku deines DS-Systems sei am Schwächeln. Aber wenn man die Helligkeit runterdreht, geht es ein wenig besser. Aber was ist denn mit dir? Hast du etwa Angst? Schnickschnack. Zaghaftes Herumschleichen bringt uns nicht weiter. Drücke beim Gehen B, um zu rennen. Und jetzt ab in Sauseschritt, ja? Warum? Ich kann da tatsächlich rein. Was gibt's denn hier alles? Wo ist denn hier? Hallo? Ich versuche gerade rauszufinden, wie da noch. Das sind bestimmt so Haufen, die man weg saugen kann. Oh, und zuerst das Geld. Geil, Geld. Hier. Ich versuche gerade noch ein bisschen die Knöpfe rauszufinden. Ah ja. Optionensteuerung, das ist ja schon mal ganz gut. Bewegungssteuerung, nein, das wollen wir eigentlich nicht. Deaktivieren. Rechter Stick, alle Richtungen. Nur waagerecht. Waagerechte Achse, naja, ist alles Standard, glaube ich. Medikare anzeigen. Ich stelle das Ganze hier mal ein bisschen ein. Und wie immer, was ich da bei den Switch-Spiele hasse, du hast keine Möglichkeit, immer hier irgendwie den Sound einzustellen. Das ist echt zum Kotzen. Okay. Müsste eigentlich die Bewegungssteuerung nochmal auftauchen? Genau, korrekt. So, das war jetzt ein wenig ein Muss. Jetzt steuert er sich auch besser. Na, hallo.
Schnicki lauter. Da soll ich rein. Oh oh. Du scheißt dir doch jetzt schon wieder in die Hosen. Warte mal. Okay, ist nichts. Ich muss da rein, ne? Hallo? Hallo? Geh hier weg, Lou. Ich muss dich bestimmt fangen. Komm her, blöde Maus. Wo ist denn, wo bist du denn hin? Ach, Scheiße. Gib mir den Schlüssel. Was hat denn Schlüssel gegeben? Blödes Vieh. Natürlich links in die Garage vermutlich rein. Aber ich will natürlich wissen, was kann man hier so treiben? Da ist der Staubsauger. Ja, so laufe ich auch in meiner Wohnung rum, wenn ich Staubsaugen will. Durchsuche die Garage. Was wird der jetzt wieder? Super, das hätten wir ja. Gut gemacht, Luigi. Dies ist der neue Schreckweg 0915. Saug stärker denn je. Um kinderleicht zu bedienen, halte einfach ZR, um zu saugen. Bevor die Geister das fürchten lässt, probier ihn doch erstmal aus. In der Garage liegt sicherlich allerlei Unrat und Kehricht. Der ideale Fettversuch. Okay. Ah, ich kann pusten und saugen. Schwupp. Was ist denn da? Ein Schlüssel. Musst du wieder nerven? Na, wie läuft's mit dem Schreckweg 0915, Luigi? Tolles Ding, nicht wahr? Geisterjagen ist damit ein Riesenspaß, ich versprech's dir. Eigentlich sollten wir ja ein paar in der Nähe sein. Zieh dich doch mal ein wenig um, ja? Ach, und wenn du nicht weiter weißt, ruf mit Plus einmal das Pause-Menü auf und liest dir durch, wie man spielt. Ihr jungen Leute probiert zwar lieber alles einfach aus, aber die Theorie zu kennen ist sehr wichtig, glaub's mir. Ich glaube, wir kriegen's hin, oder? Da ist der Teppich. Ich muss bloß schon mal. Oh, genau. Oh. Mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Saug ich jetzt, oder? Ach, nee, ich hab geblasen. Okay. Okay, man kann hier noch ein bisschen durchsuchen. Ich weiß ja nicht, vielleicht verstecken sich auch hier ein paar Geister. Oh, oder sowas da. Oder die spielen draußen fangen. Hm.
cool. Was mit Minus kann ich da? Ah, die große Karriere. Okay. Alles klar, warte mal, da war noch was. Hier auf Geisterjagd. Okay. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Was macht er da? Ach, da bleibt er dann in der Richtung mit A. Okay. Mit B Ränder. Alles klar. Da ist eine Kamera. Ne, das wollte ich gar nicht. Bist du das Licht raus wegzogen, oder? Warum da ist da auch noch Licht? Ändert aber nichts, ne? Okay. Gucken wir doch hier mal rein. Garteneingang. Was war noch das Timer weg? Was ist das ja? Oh, cool. Locken? Ja, was ist denn? Nanu? Du hast ja einen ganz besonderen Fund gemacht, Luigi. Wenn du fleißig nach Geld und Gold suchst, solltest du solche Knöchlein rasch entdecken. Mein Gespür sagt mir, dass sie dir einmal sehr nützlich sein können. Aber wer weiß, wo ich da so hinspüre. Abwarten und Tee trinken, ja? Moment, da ist doch was. Jetzt habe ich doch zwei Glück. Ich will den Dings da gar nicht. Wie komme ich da? Was ist das hier? Da ist doch noch was. Kann ich da wieder rausgucken? Was hat denn der denn, Diamant? Und weg ist er. Jetzt hängt er am Baum. Aber ich komme doch nicht raus. Okay, ich schau gerade noch hier nochmal so. Warum da ist der andere was, ne? Okay, bringt nichts. Hier? Okay. Zwei Schlüssel? Ah. Ich habe einen noch. Geister.
Gürtel. Bin da weh. Was ist denn das hier? Ach, das ist Glas. Au! Ihr Blödmänner. Ich wollte da nicht schnell durchlaufen. Ach, da brauche ich den zweiten. Weg waren sie. Okay, hier gibt es bestimmt. Moment. Nee, da wirbt sich nicht. Auch nicht von hier. Okay. Wo ist er denn her? Huch. Hat sich nichts geändert, ne? Ah, warum ist das jetzt? Leer sein. Da ist doch was, oder? Da sind doch so komische Bodenplatten. Piepst mich das Ding an. Na gut. Wenn wir jetzt erklären, wenn man Treppen steigt oder was? Luigi, siehst du den runden grünen Apparat dort rechts an der Wand? Das ist ein Türschloss. Aktiviere es einfach, indem du mit den Dann Schreckweg 015 fällt dir der Stroboblitz. So kriegst du die Tür nie und nimmer auf. Der Stroboblitz ist klein und grün und kugelig. Die Geister haben ihn sicher versteckt. Er kann nicht weit weg sein. Such ihn. Ich glaube, ich habe den gesehen. Der ist da oben. Habe ich recht? Aber von hier aus kann ich nichts erwischen. Okay, gehen wir mal hoch. Oh, was haben wir hier? Ah, da brauche ich einen Stroboblitz. Das für ein Fisch, ey. Da ist auf jeden Fall was drin. Ach, der lässt das Ding bloß runter. Ich dachte, er kann es ansaugen. Nein! Oh, sau du! Ich wusste nicht, dass das nach Zeit geht. So. Ab die Düse. Glaube ich. Ja. Hoho. Ja. Oh. Haha. Hm. Oh. Oh, yeah. Wow. Fängt schon gut an. Nervensäge mal wieder? Hallo, mein Lieber. Vorsicht mit der Blitzerei. Der Stroboblitz ist kein Spielzeug, sondern eine unabdingbare Hilfe. Mit ihm kannst du zum Beispiel Türen mit grünen Sensoren dran öffnen.
Du musst nur zielen und kurz A gedrückt halten. Versuche es gleich mal an der Tür rechts. Okay, A gedrückt halten. Oh Mann. Oh, yellow. Blitzsauber, mein Lieber. Aber das war noch nicht alles. Du kannst Geister mit dem Stromblitz blenden. Erst dann lassen sie sich aufsaugen. Verstanden? Na los, zeig diesen Rabauken, mit wem du es zu tun haben. Okay, einfach bloß mal ganz kurz blitzen. Blitzdingsen. Das ist ein kleiner Raum, glaube ich bloß. Okay. Ich sehe doch da was. Geile Sache hier. Und ich höre hier auch was, ne? Das? Was? Hey, wo willst du hin? Kann ich die auffangen? Was hat denn die Glühschüssel? Dachte ich schon, der geht auf Kacken hier. Was ist denn hier los? Duschst du noch länger? Hallo? Entschuldigung. Was ist denn jetzt hin? Das wollte ich gar nicht, ich wollte die Kohle hier. Noch mehr? Wie war das der Stöpsel da, ne? Wie komme ich noch wieder rüber? Ah, so. Wie kann ich da blitzdingsen wieder? Und schwupp. Ist immer zu spät. So. Wundert mich, dass der Professor nicht anruft. So, alles aufsagen, was nicht nur Nagelfest ist. Ich wollte. Achso, CX. Okay, haben wir, glaube ich, alles. Hey, Jungs. Ich glaube, wenn man mehrere hintereinander macht, ist es natürlich... Ups, ja, das. So. Oh yeah. Cool. Ach, das habe ich bloß gemacht. Oh. Yellow. Famos gemacht, Luigi. Geradezu geisterreich. Geisterreich. Das fühlt man sich doch gleich wieder wie früher, nicht wahr? Na, das reicht auf jeden Fall fürs Erste. Ich hole dich in meinen Unterschlupf zurück. Ich will hier noch weiter rumforschen. Oh, yes! Oh, oh. I did it! Oh, oh.
Na, so. Ganz ehrlich, die Zeit interessiert mich gar nicht. Ich will hier ein bisschen rumforschen und schauen und gucken und Geister jagen. Da fällt mir ein, so richtig gutes Ghostbuster-Spiel wäre natürlich auch nicht schlecht. Du bist wieder zurück, unversehrt. Und alle Voxel noch dran. Wunderbar gemacht, mein Guter. So setzen wir den Tubububabu in Nu ein Ende. Dann schauen wir mal, was du mit den Schreckwecken 0915 so alles aufgesaugt hast. Ach du Gurgel. Neun Geist gefangen. Masse im Wunsen. 4W. Erreicht Punkt gesammelt. Nächstes extra 2000. Babelhaft. Ich muss diese Geister sofort gründlich studieren. Bitte, wo dieser Schlauch hinführt? Nein, ganz einfach. Alles, was du sammelst, landet unten in meinen super sicheren Git-Speicher. Also so ist das ganze Geld natürlich. Da unten wird alles gespeichert, ne? Ich sammle und du kaufst dann die nächste wieder, oder wie? Schau ruhig mal dort vorbei. Im Speicher findest du allerlei nützliche Informationen. Jeder Geist wird akribisch von mir beschrieben. Überaus wichtig für den wissenschaftlichen Kanon. Zur Bestimmung ihrer Masse hilft mir eine besondere Einheit, die auf Erdgeister geeicht ist. Die igittische Wichtel, was unsere kurz Wunse oder auch schlicht wie Punkt famos Luigi nicht war, ist es verwundert hier. Die ganze Welt wird einmal das Gewicht von Geistern in Wunsen messen. Da bin ich mir sicher. So, dann will ich die Gruselwille mal flugs auf Paranormalitäten und derlei Phänomene analysieren. Der Gumba soll mich holen, wenn das Finstermondstück nicht dort irgendwo versteckt ist. Ah. Es geht praktisch noch weiter. Wir müssen die Finstermondstücke unbedingt finden. Die paranormalen Signale aus dem nördlichen Teil der Gruselvilla sind besonders stark. Dort werden wir weitermachen. Klar. Oha, du willst dich wieder ins Gefecht stürzen? Das lobe ich mir mal lieber. Tihihi. Ja, der jugendliche Drang nach Abenteuern Gefahr. Ich war mal genauso. Wir dürfen die Jagd nach den Finstermondstücken nicht auf die lange Bank schieben. Und ich habe etwas, das uns die Sache ungemein erleichtern wird. Eigenbau, versteht sich. Ich nenne es Paraskop, eine speziell auf paranormale Schwingungen geeichter Sensor. Ich habe die Gruselbilder damit untersucht und starke Spuksignale in den Nordgemächern gefunden. Und selbstverfreilich dingst wollen wir genau dort mit unserer Suche beginnen. Ach nun, sei doch nicht wieder so furchtsam, mein Bester. Jetzt, da du meinen glorreichen Schreckweg 0915 hast, kann dir nichts passieren. Der Plan ist überaus simpel. Der Nordteil der Villa wird von einem Trümmerschaden. Was blockiert? Achso, das war der Mechanismus, den wir gesehen haben. Dieser Mechanismus lässt sich von Foyer aus bedienen. Ich werde dir die Details vor Ort erläutern. Das war ja klar. Weiter. Kapiert, fein. Dann Abmarsch. Komme ich jetzt wieder draußen raus? Theoretisch müssen wir jetzt auch rechts in den Garten können. Okay, wir sind hier im Haupteingang. Da war ja was rechts noch drüben. Ich glaube, das schauen wir uns noch an, bevor wir da wieder weitergehen.
Ich dachte... Ah, jetzt. Muss wirklich genau drauf ziehen. Gucken, ob hier was ist. Das sind lauter so kleine Hügel. Willst du was? Nee, ne? Da ist die Hundehöhle. Da oben ist der Stein. Wo ist der? Hallo. Oh, da gibt's mehr, ne? Die übliche Nervparzelle wieder. Was sehe ich denn da? Du sammelst Juwelen, mein Lieber. Das lobe ich mir. Jeder dieser Klunker ist ein Unikat und enorm wertvoll. Vergiss nur nicht, dass du neben den Juwelenjagd auch Aufgaben zu erfüllen hast. Du kannst all deine Kleinode später hier im Git-Speicher bewundern, ganz umsonst. Weißt du, ich will mal reich werden. Wir haben doch da so einen Knochen. Kann man hier was machen damit? So. Anscheinend bringt das ja nichts. Okay. Aber wir haben... Aber leider, das weiß ich gar nicht. Das Juwel der Macht... ich meine, es macht nichts, dass wir es haben. So, dann gehen wir hier wieder im Haupteingang zurück und dann würde ich mal sagen, machen wir hier ein kleines Päuschen und machen dann in der nächsten Folge weiter. Dann sage ich... Jetzt fängt an, was singen, ne? Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.